Das heißt, sparsam werfen. Vielleicht soll ich immer mal wieder, wo ich das Ding geworfen habe, einen Steinhaufen bauen. So ist eine gute Idee, die Platz zu machen. So schafft man die. Boah, das ist die Strategie. Und wieder eine. Ich hoffe, zwei reichen, um das Ende schon mal zu finden. So, jetzt aber. Ah. In der Richtung irgendwo. Jetzt aber. Ah, okay. Es ist also etwas weiter wieder zurück. Wieso? Jetzt ist es kaputt. Gut, aber irgendwo in der Richtung. Die Sache ist, ich würde ja gern das Ende finden. Dann würde ich zurückgehen, dann würde ich nachgucken, wie viel Enderaugen ich überhaupt brauche. Dann würde ich zurückgehen und genau so viel Enderperlen holen. Und dann würde ich mir komplett meine Basis erst umverlagern. Das heißt, ich muss theoretisch ja jetzt hier hinlatschen, dann irgendwann wieder zurücklatschen, das Ende finden, nachgucken und wieder zurück hinlatschen und dann wieder zurücklatschen. Aber mit meiner Enderman am Wasser. Nein! Ja. Ja, was ich sagen wollte. Ich denke ja, dass ich mit der Enderman-Farm-Strategie am Wasser und der Konstruktion, welche zu finden, doch sehr weit dem Jakob voraus sein werde, sodass ich diese paar Laufwege, die ich jetzt gleich haben werde, zum Ende hin und wieder zurück und sowas, doch vielleicht wieder rausmachen können. Und außerdem hatte ich ja das mit den Tränken.
wo ich nicht glaube, dass der Jakob das auch genommen hat. Sind alles nur Spekulationen, aber. Ja, du kommst sowieso die Leiter nicht hoch. Soll mich ein Skelett nicht runterschießt? Nee, nee, die kommen da nicht hoch. Schade. Aber drei für eine Nacht, das ist ja herrlich. Wow! Creeper vergessen. Der war noch vor der Leiter. Steht da einfach der Creeper noch vom Aufstieg. Ich dachte, der wäre schon weg. Das war doch schon mindestens 45 Sekunden her. Da musste doch schon weg sein. Mehr nehme ich erstmal nicht mit. Also mehr von dem Lohnstaub, meine ich. Ich darf auch nicht so verschwenderisch sein. Ich habe jetzt noch 11 Lohnstaub. Ich muss das Ende mit den dreien finden. Weil ich will nicht nochmal in die Hölle. Ach. Da ist das kleine Küken, das ich da hingesetzt habe. Ne, dich lasse ich leben. Dann hat dieser Albtraum wenigstens einen das Leben geschenkt. Töten wir mal die Eltern. Einfach nur für die Federn, damit ich mir wenigstens ein paar Pfeile machen kann. Ich frage mich, was der Jakob wohl gerade macht. Meine, hat er auch schon das Ende gefunden? Naja, ich habe es ja jetzt nicht gefunden. Ich bin jetzt aber so gut wie habe ich's. Und wenn, dann schaffe ich es hiermit, es zu finden. Ich mache hier mal einen kleinen Waldbrand, einfach ums Meer, damit ihn meine Enderaugen nicht in den Baumkronen hängen bleiben. Ich hoffe, das verteilt sich hier schön und brennt den ganzen Wald nieder. Genau hier. So, das ist mein schöner Eingang. Und dann geht's jetzt los. Ich bin auf jeden Fall in der Nähe. Ha! Da hab ich's. Oh. Aber vielleicht soll ich doch noch mal die Kisten absuchen. Die bringen mir ja auch Diamanten.
Super, dann ist das jetzt hier meine kleine Basis. Meine Endbasis. Ah, meine letzte Basis quasi. Mal hin, dann kann ich mir auch zur Not wieder noch was Neues craften. Ja, das ist alles. Komm, probieren wir mal was. Super, haben wir jetzt Gesellschaft. Das ist auch mal was Schönes. Gut, dass mit den Türen immer so ein bisschen Bereiche abgeriegelt sind. Ich hoffe nur, dass die durch die Holztüren sowieso durchkommen. Das da oben ist nicht sicher. Ach toll. Und da ist es. Ne. Eins sitzt drin. Ich brauche also 11 Stück. Das ist ja unglaublich. Gut. Zwei sind drin. Fehlen noch 9. Ja. 9 Stück. Das heißt 9 Enderperlen. Den Rest. Ah, super. Du bleibst hier. Passt auf alles auf. Ja, dann Rückreise und 9 brauche ich noch. Dann kann es losgehen. Bevor es direkt losgeht, ein Wort zum Anfang. Ich habe wohl die letzten 3 Stunden aufgenommen und ist dabei völlig verkackt, das Mikrofon richtig zu aktivieren, bevor ich es benutze. Weshalb das jetzt alles stumm ist. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm, denn immerhin ist alles, was ich gespielt habe, ja trotzdem sichtbar passiert. Nur ohne die lustigen Kommentare. Jetzt kann ich ja sagen, ich habe sogar gesungen und es wird niemals jemand hören. Ha. Schade. Trotzdem wird der Plan weiterverfolgt. Und ja. Es folgt der langweilige Part, bei dem ich eigentlich nichts kommentieren kann. Also wird es weiter relativ stumm bleiben. Es sei denn, es passiert was Witziges. Und ja, auf geht's. Wir suchen Enderman. Hätte erst gar nicht gedacht, wie aufwendig, also wie viel Zeit es in Anspruch nehmen wird, diese Endermänner zu farmen. Weil ich glaube, das beansprucht ja die meiste Zeit sogar. Eine brauche ich noch. Eine einzige. Mann. Komm schon, bitte. Ich will nicht noch eine Nacht dafür verschwenden müssen. Für eine lausige will ich nicht eine Nacht verschwenden. Nein, es geht die Sonne gleich auf. Da ist einer, oder? Bitte, wenn das ist. Bitte, wenn er der eine ist. Der mir die letzte Enderperle droppt. Sei der Auserwählte. Du bist ein Zauberer, Harry. Andy! Ja, du warst es! Er war der eine!
Der eine Enderman. Die neuen, alles klar, den brauche ich nicht. Pfeile nehme ich mit, Bogen nehme ich mit. Diamantenharnisch natürlich. Falls ich noch Hühner auf dem Weg treffe, kann ich mir somit noch neue Pfeile damit machen. Das Holz nehme ich. Eisen, Diamanten, noch mehr Eisen. Den Wassereimer. Kartoffeln natürlich. Das kann hier bleiben, den Lohnstaub, den brauche ich nicht mehr. Dann kann es jetzt eigentlich losgehen, oder? Boah, dann beginnt's gleich. Du mich, dauert das lange. Ach, das war das Huhn, das ich damals... Na, du kleiner Piepmatz. Nein, ich töte dich nicht. Das kleine Chicken. Süß, dass es immer noch hier rumläuft. Los, ist dunkel, los, Feuer! Hier, Monster! 3 Perlen. Vermutlich eher so 9 Enderman und ich brauche noch 2 Stunden und... So, hier kommt keiner rein und ich komme auch nicht mehr raus, denn ich glaube, ich werde diese, ja, ich werde jetzt nicht mehr das Tageslicht sehen. Oh, es ist Nacht, das heißt, ich kann auch mal hier schlafen, dann habe ich hier, ah ja, stimmt ja, das war hier das Maskottchen. So, Spawnpunkt hierher gesetzt. Einfach mal alles hier reinlegen. Ich wollte ja erst nur einen kleinen Erkundungsausflug ins Ende machen. Was macht eigentlich die Uhr, wenn ich im Ende bin, frage ich mich. Hätte ich auch mal gucken können, was sie macht, wenn ich im Nether bin. So, ich gehe einfach mal komplett schön mit Anzug ins Ende. Mal gucken. Boah. Was für ein krasses Geräusch. Boah! Ah ja. Einfach irgendwo hier unten. Gut, dann würde ich sagen. Aha. Würde ich sagen, komme ich mit ein paar Blöcken und einer Spitzhacke wieder. Und baue mich dann da mal rein. Aber der kriegt uns hier auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so gemacht ist, dass er einen am Anfang nicht kriegen kann, aber bei mir war es mal so. Da hat er mich doch gekriegt am Anfang. Ach, man kann da sogar. Ist ja interessant, was man hier machen kann. Und da fliegt er. Jetzt kommt er. Alles klar, aber eine Rüstung brauche ich auf jeden Fall. Aber gut. Jetzt geht's rund! Wow. Oh fuck. Hier ist er. Da kann ich jetzt Schärfe 2 drauf machen. Da muss ich da jetzt mich irgendwie reinbauen in diese, weil da Gitter drum sind. Oh Scheiße.
Kommt schon! Einen! Nur einen! Das sind, weiß nicht, wie viele Milliarden Blöcke sind das? Spawnt ein Enderman! Irgendwo! Hier 10, da 30, ist genug Platz! Kommt schon! So, nicht verzagen, ich habe noch ein paar Ideen. Wie hoch kann der fliegen? Vielleicht bin ich hier oben sicher. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh fuck. Nein! Aber ich habe wieder eins getroffen. Ja! Das war sie. Und Abfuhr. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich nehme mir vielleicht ein paar Leitern mit. Probieren wir es mal. Pfeile. Ich hoffe, mit so vielen komme ich hin. Die hebe ich mir auf, nur für den Fall, dass ich zwischendurch drauf gehe, denn immerhin besteht der Drachenkopf aus zwei Etappen. Etappe 1, Heildinger ausschalten. Etappe 2, ihn selber töten. Oh, er schießt. Gut, nicht getroffen. Okay, Rüstung erstmal wieder an. Okay. Ja, Steine direkt ausrüsten. Warum? Weil ich weiß ja nicht, ob die Plattform... Also, man spawnt ja auf so einer Plattform, ne? Man sieht's ja gleich. Und ich bin hier. Und ich muss dahin. Nein. Ah! Fuck, ich bin tot. Heilige. Du heilige Scheiße. Die haben den Drachenkampf komplett verändert. Was heißt komplett? Also grundsätzlich wird er wohl irgendwo noch der gleiche sein, aber... Ja gut, das habe ich mir schon gedacht. Ei, Scheiße! Egal. Gut, dass ich meinen Spawnpunkt direkt neben angesetzt habe. Egal. Ich hab das Ding kaputt gemacht, das ist meine Hauptsache. Ach nein! Du blödes Arschloch! Hier, du, ihr alle, kommt her! Da scheint er sich jetzt neuerdings zu... Fick dich! Hau ab! Weißt du, wenn ich mein Equipment hab, da schießt er blöde Kugeln durch die Gegend, ja? Da hab ich kein Equipment, da kommt er natürlich auf Nahkampf. Nein! Sag, ich habe keine Zeit, mein Zeug aufzuheben und mich mal ganz schnell anzuziehen. Hä? Enderman! Leck mich!
hätte ich jetzt mein Schwert, weißt du? Wie dumm du dann aus der Wäsche gucken würdest. Ah, vor ihm ist gefährlich. Das merke ich direkt. Da gehe ich nicht hin. Warum habe ich... Was? Alter. Ich komme nicht mehr ran. Oh ja, jetzt kassierst du, mein Freund. Hier. Haha. Zack. Das tut weh, hä? Hehe. Spüre den Schmerz an deinem Hintern. Leide. Ja, das ist jetzt wenig episch. Oh, fuck. Da schießt er wieder seine Kacke. Pfeile! Geil! Und tschüss! Stopp die Zeit! Definitiv unter 9 Stunden, denke ich. Ja. Ja. So. Verdient, würde ich sagen. Okay. Dieser Kampf war doch mit Abstand salziger, als ich dachte. Und... Dann, ja. Das war mein Beitrag zu dieser heutigen Selbsthilfegruppe. Was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzubringen? Ich weiß es nicht. Du hast geschummelt. Das war eindeutig Bug-Using. Der ist nicht weggeflogen, weil mein Damage perfekt kalkuliert war und er deshalb direkt wieder zur nächsten Heilrota in die Mitte flog. Also er ist quasi da geblieben. Tja. Nee, das war Zufall. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich wusste nicht mehr, dass ich ihm Damage mache. Aber ich dachte mir so, ich bin nackt, ich habe nichts mehr, er hat alles gekillt, was ich habe. Bruff. Ich hatte Spaß und zu dem Zeitpunkt längst nicht mehr erwartet, überhaupt gewonnen zu haben. Ich habe den Drachen zu Recht überschätzt. Diesen miesen Dreckskerl. Und ich ihn unterschätzt. Nun, es war auf jeden Fall ein schönes Match. Es hat uns beiden viel Freude bereitet. Ich hoffe, den Zuschauern ebenso. Ja, dann. Lasst hören, wenn ihr nochmal irgendeine Challenge haben wollt, gegeneinander oder so. Gutes Match. Danke, ebenso. Bis dann.